Ja, hallo. Heute Schifffahrt über den Millstätter See. 1,5 Stunden, natürlich for free mit der Kärnten Card. Und ja, dann gucken wir doch mal, was dann so zu sehen gibt. Das Linienschiff Seeboden. Ja, es sind schon ein paar Leute an Bord. Aber wir werden da noch Platz bekommen. So, wieder einen guten Platz gefunden. Direkt oben, Oberdeck. Beste Aussicht in Fahrtrichtung. Und los geht die Fahrt mit FKK-Gelände. Guck mal, die ersten Nackten sitzen da schon. Da ist doch FKK-Zwang. Wieso sitzen die da mit Jacken? So, Bootsanlegestelle Dellach. Da ist keiner, will keiner einsteigen, will keiner aussteigen und schon geht die Fahrt weiter. Dellach ist halt doch immer wieder interessant. Es gibt immer noch viele, viele Leute mit viel, viel Geld. Häuser, Villen direkt hier am Ufer mit eigener Bootsgarage. Ich habe noch nicht mal eine Garage fürs Auto. So. Auch schöner Campingplatz, auch direkt hier am Millstätter See. Ja, das sind doch schöne Campingplatzhütten hier. Schiffsstation. Oh, jetzt kommen aber doch einige Leute hier. Steigen doch eine Menge zu. Oder? Und weiter geht die Fahrt. Wie ist das Stopp? Ja, wo ist das? Lackerl. Tja, und dann geht es jetzt mal weiter. Die Schiffstour. Ja, da gibt es auch so ein paar Häuser wohl im Privatbesitz. Gucken wir da. Ja, Anlegestation Seeboden. Kommen auch noch ein paar dazu. Nochmal ja, Blick raus an die Strandpromenade Seeboden. Jawohl, Safe-Kurs. Hier wird fleißig gewunken. Ja, Seeboden gibt es dann wohl zwei alte Stellen. So, da steht es also. Schiffsstation Seeboden, Seehotel Steiner. Ah, das ist schon hier exklusiv. Am Seehotel Steiner. Ja, doch nochmal so ein kleiner Blick hier auf diese Penthäuser, Penthouse-Wohnungen. Ja, es lässt sich schon gut leben. Hier am Millstätter See. Ja, wenn man ein paar Euro hat auf dem Postsparbuch. Und jetzt unser vorletzter Stopp am Millstätter See. Millstatt. Tolle Sprunganlage. Ich denke mal 10 Meter, vielleicht sogar ein 12 Meter Brett oben beflaggt.
Schiffsstation Milchstadt. Und jetzt sind wir wieder zu Hause. Time. Und ganz hinten, der Nackte sitzt da immer noch nach 2,5 Stunden und wartet auf die Sonne. So, nochmal so einen letzten Blick. So einen letzten Blick auf das Schiff Seeboden. Und das war's dann wieder mal heute. Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video.